Herzlich willkommen an der Galerie Sandpeck, Wien 8, ein Verein zur Förderung Kunst, Kultur und Wirtschaft. Wir fördern hier gestaltende und bildende Künstlerinnen und Künstler und auch noch Unbekannte, begleiten wir hier in der Florianigasse bei ihren Werkpräsentationen. Im Kontext werden diese Räumlichkeiten für Kultur genutzt, als Veranstaltungsort. Denn Ziel ist es, mit solchen Kulturveranstaltungen mehr Publikum, mehr Menschen, diese Kunst, die wir hier sehen, zugänglich zu machen und auch in weiterer Folge auch zu Ausstellungen zu kommen und auch sind auch schon einige Käufer dabei, da bin ich ganz stolz drauf. Und so begrüße ich heute unseren Hauptakteur, den Künstler Heribert Wagner. Und er hat seine Laudatorin mitgebracht, die in New York geborene Kunsthistorikerin Dr. René Getzen. Nun wieder zum Heribert Wagner. Er ist ein Christkindl, am 24.12. geboren in Wien. Absolvierte er ein Architekturstudium an der Akademie der angewandten Kunst in Wien, das Konservatorium in Wien, aber dann auch in Enschede. Seit 1978 lebt der Künstler in den Niederlanden. Er arbeitet als Kunstmaler, Designer und Musiker mit seiner Geige, wo wir ja heute auch noch was hören werden, und natürlich als Komponist. Und dann bitte ich dich, liebe René, uns zu berichten. Danke. So. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Heribert, liebe Frau Sandpeck, ich bin glücklich, dass der Heribert mich gefragt hat, über ihn zu reden. Wir sind sozusagen angewandte Kollegen. Ich habe auch auf der Angewandte studiert und unterrichte immer noch dort in der Kunsttheorie, Gender Studies und bin mit einem Komponist verheiratet. So als ich mit seiner Kunst mich auseinandergesetzt habe, ist einiges mir sehr bekannt vorgekommen. Yes. Der Heribert ist Musiker und Komponist, mit Leib und Seele. Er hat angefangen mit der Geige schon mit 7 Jahre alt. Hinter uns sehen wir zwei Geigen, ein sogenannte normale, aber auch ein ganz spezielle Studiengeige, der ohne Klangkörper auskommt, sodass man in der Nacht leise üben kann. Er hat es aber umfunktioniert mit Elektronik, sodass er auch seine experimentelle und innovative Kompositionen machen kann. An der Angewandte war er bei Professor Geneber. Das war eine Zeit, als der Arnold Kaiserling dort war, als der Herbert Taskville dort war. Und das ist für uns jetzt unvorstellbar. Der Kaiserling hatte einen Professor für Religionsphilosophie. Das war eine Zeit, wo die Metaphysik und Geist in der Kunst, in Kunstschaffen präsent war. Was ich als Unterrichtende jetzt sagen kann, absolut fehlt. Und ich freue mich, dass diese Arbeiten jetzt ausgestellt sind, weil die schwingen noch mit dieser Energie, die wir jetzt in Zeiten des Spätkapitalismus sehr, sehr brauchen. Der Abenteurer Heribert Wagner ist mit seiner Gruppe Nostradamus gemeinsam in einen VW-Bus ausgewandert. In den Niederlanden, nach Holland. Und das finde ich so fantastisch, es ist so der Zeitgeist. Nostradamus war mit dem Sänger Hansi Lang und anderen prominenten Musikern in dieser Biotope, die richtige aktive und lebendige Musikszene. Die 70er, das sind die Vorgänger der Hallucination Company, die ganzen Mo ist raufgekommen, der Mokisch, der jungen Falco, und das war so eine kreative Zeit und du warst ein wichtiger Teil davon. In den Niederlanden hast du Fuß gefasst, lebst und malst. Du sagtest, der Anfang mit der Malerei und Zeichnungen war in den 70er Jahren, aber wirklich intensiv in den letzten 15 Jahren. Und hier haben wir zwei Serien von 2015, 2016, so neue Werke, die Schwarzen,
sind Terra Nova. Es gibt auch im anderen Zimmer zwei weitere Bilder und dann Arbeiten auf Papier. Diese Terra Nova ist schwarze Erde, der vorkommt auf der Insel Elbe. Es ist tatsächlich der Sand von dieser Insel, der angereichert ist mit Hämatit. Er meinte, dass die ganze Insel Elbe ist voll gestreut und gefüllt mit Edelsteinen. Und er nannte diese, oder er nahm diese Terra Nova, diese schwarze Erde, und hat das mit in seine Bilder verarbeitet, weil er sich fasziniert ist von der dunklen Materie. Er ist fasziniert von, was CERN machen kann, er ist fasziniert von Stephen Hawking und fasziniert von der Verbindung zwischen dem Kosmos, das Universum und die Erde. Und er sagt, wenn man diese Bilder betrachtet und wirklich sich auf die Variation in der schwarzen Erde, diese Terra Nova eingeht und wie es funkelt und blitzt und reflektiert, kann man denn für sich persönlich diese Verbindung erleben. Ich habe die Bilder angeschaut und dachte, sie waren nur abstrakte Kompositionen. Aber dann nach und nach, aus der Dunkelheit, sind die Figuren rausgekommen. Dann sah ich Portale und Türen, was ein bisschen vielleicht auf deine Früharchitektur-Training hinweist. Und einzelne Menschen in Landschaften, die man ganz nicht zuordnen kann. Aber wir haben gesehen, oder ich habe gesehen, du hast eine stark politische Ader und ohne dass das direkt plakativ ist, weist du darauf hin, was los ist in der Welt heute. Auch der Name der Ausstellung, Zeitgeist, ist ein Hinweis, dass du mit deiner Kunst, dein Schaffen der heutigen Welt helfen will, begleiten will, kommentieren will. Und ich finde das sehr, sehr lobenswert. Zu diesen schwarzen Bildern ist auch dann Blau gekommen. Diese sind sehr interessant. Zwei Bilder mit Osterinselköpfe und eins mit Gilgamesch. Und auch diese Verbindung zwischen der mystischen und der echten Vergangenheit und unserer Zukunft und unser Jetztzustand stellte mit dieser Art von Bilder dar. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin aufgewachsen auch in den 70er Jahren mit so dänischen modernen Bilder, Möbel. Und diese Bilder mit dieser glitzernden Sand und diese Formen, die erinnern mich so an die Bilder, die entweder bei uns zu Hause waren oder in anderen Wohnungen oder in anderen Häusern. Und was ich sagen will ist, ich habe eine große und gute Ausstellung gesehen von dem Komponist Friedrich Cherha. Letztes Jahr in der Forum Frohner in Krems, kuratiert von meiner Freundin Theresa Hauenfels. Er malt ununterbrochen, er ist 90 plus jetzt, seit den 40, 50er Jahren. Und niemand hat das wirklich gewusst. Ja? Er ist bewusst für seine Musik, aber nicht für seine Malerei. Und was für mich sehr deutlich war, ist, dass er sozusagen ein Zeitzeugen war. Und in seinen Bildern ist es nicht die innovativste Kunstgeschichte on cutting edge, die man auf der Biennale sieht. Aber festgehalten wie ein Skarabee ist der Geist der Zeit, wo er aktiv war. Und was ich sagen will als Kompliment und als Parallel, für mich strömen die Energie von Nostradamus, von Kaiserling, von der Aufbruch der 70er Jahre in Wien, kommt es aus diesen Bildern für mich heraus. Und das finde ich gut so. Und nicht mit irgendwelcher Sentimentalität oder Sehnsucht nach der Vergangenheit, sondern du als Zeitzeuge mit deinem Pinsel und deiner Farbe. Als letztes möchte ich sagen, weil ich habe versprochen, nicht zu lang zu reden, dass die großen Bilder sind die jüngsten Arbeiten. Der Zeitgeist zum Beispiel ist ein Selbstporträt, wo der Heribert sich fotografiert, ein Selfie gemacht hat und in seiner Brille sieht man seinen Fernsehschirm reflektiert. Und hier sehen wir irgendwelche grausige Szenen, sogar à la Fontana ist der Leinwand durchbrochen und ein bisschen CNN. Ähnliche Gefühle und hier auch ganz klaren Kritik an unser Turbo-Kapitalismus, was eigentlich stimmt. Many need a little, a few take it all. Man kann an Wien, an den 7. Bezirk denken, wie ein Dachgeschoss ausgebaut wird nach dem anderen, alle Parkplätze. Man spürt, wie die Geier und wie die Leute, die schon Geld haben, uns wirklich rausquetschen. Und wirklich ihr Vorteil und jede Ecke raus
arbeiten. It's really gross. So, auf alle Fälle, dies sind die jüngsten Bilder, ein bisschen direkter. Zwischen Terra Nova und diese Bilder hat ein Serie Trio für Flüchtlinge gegeben, weil der Heribert sagt, er will aktiv beitragen zu dem Diskurs, der jetzt stattfindet in der Welt. Nicht nur Nostradamus, der ein bisschen eine rockige Formation war, hatte auch sehr lange eine wichtige Jazzband namens New Association. Er hat auch eine sehr hochgelobte Komposition, eine Symphonie für Orchester und Jazz geschrieben, der Geier. Und er sagt jetzt, in dieser Phase seiner Entwicklung, dass der Bedürfnis oder der Wunsch, mehr zu komponieren, ist durch die Malerei stimuliert, weil, Zitat, it's a different way to express the colors of the painting. Und ich möchte dann schließen mit einer Idee, dass Musik, wie ich kenne von meinem Mann, der Komponist Rupert Huber, ist nichts. Es existiert nicht. Es ist die dunkle Materie. Man kann es nicht anfassen, man kann es nicht erklären, man kann es nicht riechen. Man weiß, dass es ist und man spürt es, wenn es da ist. Aber man kann es weder fassen noch in ein Gefäß geben. Und das ist genau, was du uns zeigst mit deiner Malerei. Und wir freuen uns sehr auf deine Performance von zwei Stücken. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Zitat von einem Lied von Nostradamus, Woman So Wise, von der Platte Aquarium 1971. Bis 74 und der Hansi Lang sang inbrünstig, think that everything you do is divine. Und ich glaube, das sind gute Schlussworte und dass der Heribert uns alle ermöglicht und ermutigt, selber aktive Beischauer in der Welt zu sein. Und jetzt sind die Geister da und jetzt gibt es den Übergang zum nächsten Teil. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Nachmittag in der Ausstellung. Danke.
ja zu diesem Bild da.